So, und damit, hallo Leute, was geht ab, ihr kommt zu einem Video von Nekromunda. Da unten wird ganz schön heftig gekämpft. Okay, ich muss ganze Kacke nochmal neu machen. Irgendwo hier in diesem Gebiet muss ein Hinweis sein. Ich hab hier einfach durch. Hier schon mal durchgeschossen. Aber er hat anscheinend wohl nicht gespeichert. Ich schieße auch wieder einen Hammer. Du sollst den. Das sind definitiv nicht die üblichen Unterweltwaffen. Ich schätze, Silver Talon hat diese Goliaths mit Ausrüstung versorgt. Wo war das? Vor dir liegt ein alter Schrein. Oh, da habe ich schon genommen. Direkt an dieser Grube führt ein ausgetrockneter Kanal vorbei. So kommst du hin. Ah, das ist nur dieser Abschnitt. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder alles von vorne, aber das ist nicht. Meine Fresse. Komm. Doch nochmal alles mitnehmen. Ist jetzt mal auf damit, Mann. Boah, das hat mich ja jetzt komplett aus dem Sprung gebracht. Meine Fresse. Feierabend. Mein präzises Ziel ist im Spiel auf jeden Fall nicht so der Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Truhe vergessen. Ganz am Anfang. Hey,
Ja, gesehen. Ja, werden sie mit dem Haufen geschossen. Ganz einfach. Ihr arbeitet jetzt also für Silver Talon, Jungs? Das war eine echt dumme Entscheidung. Was ist denn da einer? Jetzt aber verdammt schnell. Shadow schon wieder. Schießt überall hin, aber nicht auf den Kopf. Der muss ganz sein, wenn ich ihn abschneide. Was zum... Lebst du noch da drüben? Ich? Ja. Die Kuppel ist schwer beschädigt. Da fliegt Zeug von der Decke. Du musst da raus. Ruckel, ruckel, ruckel. Na, wo denn? Warum hat der jetzt wieder Doppelsprung gemacht? Du hast es mit der Falschen angelegt. Nein! Hallo, mach Viereck! Ugh!
mich doch mal hier raus, verdammt. Fertig. Oh, der Schwung ist ganz klar, muss ich sagen. Der gefällt mir ganz gut. Klar, ich glaube, ich sage das jedes Video, erinnert halt fett an Doom, aber der ist total cool. Aber ist trotzdem gut. Was ist denn auf meinem Balkon bitte los, ey? Viele Vögel auf einmal sind. Heftig. So, ich habe neue Waffen. Was ist denn das? Pistole. Ah, brauche ich nicht. Deathbringer. Bei der Deathbringer war ich mal ganz gut, und um 62 Schaden. Spezialschwer gibt's nicht. Rüstung. Drei EP, 5... 10 Beutebonus. Nö, das war. Technologie. Ui. Gut, aber Automatikpistole, warum benutze ich mal mit Pistolen, ne? Die Deathbringer. Warum habe ich da eigentlich? Oh, die ist sogar schlechter. Ja gut, aber die habe ich ja. Klar ist sie besser, aber... Jetzt habe ich mit zweimal den gleichen Waffen. Schön. Ich hab ne Trophäe, Gangkrieg.
So. Ich komme aus, wo ist der Doc? Sie müssen besser auf. Du musst dir meine Bionics ansehen. Mal gucken, was haben wir denn an Knete? 146.000. Bionische Arme, 24.000. Weiß nicht, die benutze ich hier nicht, also die brauche ich eigentlich gar nicht ausgeben. Weiß ich nicht. 20.000? Ja gut, dann nehmen wir. Es geht um einen Mastiff. Bionischer Kopf, 28.000. Boah, das sieht ja noch beschissener aus. Moin. Schüsse. Und er hat sich immer noch bewegt. 35. Gut, der Körper sieht so langsam wie okay aus, aber der Kopf. Wow, ey. Ich hoffe, der letzte. Der arme Hund. So. Du hast also einen Gangkrieg provoziert. Ja. Ganz allein. Ich wusste doch, dass du die richtige Wahl bist. Ich dachte, du wolltest dich um die Escher kümmern. Ich hab's versucht, aber sie waren weg. Sie haben ihre üblichen Verstecke geräumt. Silvertellen hat sie wohl bei sich und sie sind ständig unterwegs. So habe ich dich gefunden. Silvertellen. Also war sie's wirklich, hm? Ja, da gibt's keinen Zweifel. Dieser Freak von Shadow war auch dort. Wirklich? Er arbeitet also auch für Silvertellen? Nein, er jagt sie, wie wir. Wir sollten auf jeden Fall auf ihn aufpassen. Er will die Belohnung wohl nicht teilen. Wir sind nah dran. Die Black Serpents sind abgehauen, aber es gibt noch eine Escher-Gang, die für Silvertellen arbeitet. Die Poisoned Claws. Welche willst du? Die, die ich zuerst finde. Nur so als Tipp. Jado kann dir sagen, wo du die Poison Claws findest. Jado, der Kuppelrenner. Hi. Ich brauch was von dir. Die Poison Claws. Weißt du, wo sie sich verstecken? Sicher. Was hast du vor? Sie besuchen. Ja, das habe ich befürchtet. Sie verstecken sich in einem alten Manufaktorum, das sie in ein Chemielabor verwandelt haben. Großes Ding, voller Stahlkammern. Ich kann dich hinbringen, aber ich weiß nicht, was dich drin erwartet. Niemand außer den Poison Claws weiß, wie es in der Kuppel aussieht. Und wenn die Stahlkammern noch intakt sind, wirst du dir den Weg freisprengen müssen. Dann lassen wir es krachen. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Aber im Ernst, das ist gefährlich. Ich will einen Bonus. Aber ich kenne so alte Gebäude. Ich denke, ich weiß einen Weg. Cool. Schön. Machen wir erstmal eine Nebenmission hier. Ich frage mich langsam, ob ich etwas an dieser Geschichte nicht recht verstehe. Die habe ich vorhin gar nicht ausgerüstet.
Gut, Enthauptung. Unser Vater wird Checker. Achso, ich muss ja einfach nur die Leute platt machen. Und über der und dran denken. Da gibt es Truhen. Was ist hier los, ey? Ist Vogelversammlung, ey. Mal gucken, ganz viele Amseln. Was machst du denn da? Ich glaube, da ist der Vogel, der letztens gegen meine Scheibe geflogen ist. Weiß nicht, was er da macht. Ja, ich würde ja gerne ein paar Leute töten, aber... Ah. Das Spiel lädt ja nicht. Gibt nur Pit. I got my gravel pit. Ah, das ist eine Figur. Das war ein Header. Hallo kleiner Vogel. Oh. Okay, gut, dann lasse ich den mal leben da. Weil die müssen ja Schatzruhen sein. Zumindest war es in dem ersten Level da. Klingt einfach nur so, als wenn hier einer wäre. Kann natürlich auch sein. War ja nicht sonst mal ein Thron. So.
irgendwann immer sie dann noch kaputt. So. Also 4, das ist so. So semi-gut, ne? Seine letzte Fritze. Schatz schon. Ah, 0 von 0. War er. Gut, da gibt es keine Schatztruhen. Hätte ich auch vorher nachgucken können. Ah, nur Schrott. 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 Was soll ich damit? Ganzen Schrott. Und wieder steuern. Boah, ich habe nur 18.000 gemacht. Aber gibt immer Klasse A. Gut, so Leute, ich muss sagen, dann beende ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet, auf eine Runde Necromunda. Ja, da werden wir uns im nächsten Video mal um Mission Nummer 11 kümmern. Wenn ich überlege, es gibt einen Typ, der hat Dinge das ganze Spiel 5 Stunden durchgejagt. Boah, ja, das schaffe ich ja nicht mehr. Ja, ich kann mal eben gucken, wie es hier noch so geht. Zeig mir, was du tun kannst. Schlechter. Aber ich könnte mal ein paar noch. Was ist das für Wumme? Vielleicht aber eine Schwere. Genauigkeit gleich 0. Okay. Haben wir ein bisschen was geändert, oder? Gut, ja, wie gesagt, dann gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich gern ein bisschen drauf freuen.
Und dann würde ich sagen, wünsche euch aber nur einen schönen Tag. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass es mir nicht gefällt. Das schreit nach Rache. Entspann dich.